Hier hin. So, Müller. Bei Weizen haben wir jetzt genug. Hier liegt auch noch ein Bündel rum. Und zur Not klauen wir uns halt hier oben Weizen. Hauptsache, das Mehl geht uns jetzt nicht aus demnächst. Ach ja, und eine Töpferei. Nicht hier oben hin, hier kommen nachher die beiden Schmelzhütten noch hin. Ja, da ist okay der Platz. Ja, du hast Müller gelernt, gut. Dann mal Mehl. Du bist hungrig. Im Jägerzelt gibt's Nahrung. So, du wirst mal kurz Kundschafter. Bitte? Ja? Jetzt aber bitte. Danke. Ja? Und machst hier mal ein paar Bäumchen weg. Vielleicht nur den einen Baum. Das reicht vielleicht schon. Ja. Das hat schon gereicht. Oh, mein Zweifamilienhaus ist fertig. Das heißt, du holst hoffentlich Nahrung, damit wir das erste Kind kriegen können. Naja, ein bisschen schaffen sie es, glaube ich, da die Soldaten auszudünnen. Das war es aber auch schon großartig. Da ist ein Bogenschütze drin. Da ist gar kein Bogenschütze drin, fällt mir gerade so auf. Und ja, ganz ehrlich, euer Arbeitsplatz ist bitte das Zweifamilienhaus erstmal. Nebenbei Zweifamilienhaus. Setzt hier noch eins hin und da zieht ihr dann beide ein. So, du hast Werkzeugschreiner erfunden, also bist du jetzt wieder... Der Holzfäller. Wobei, nee, da bauen wir noch kein Zweifamilienhaus hin. Wir müssen die Palme noch wegholzen. Dann können wir da oben eins hinsetzen. Für unsere Bauarbeiter. Das wäre nämlich auch noch wichtig. Das heißt, du bist erst nochmal Kundschafter. Mhm.
holst mir genau diesen Baum weg. Ja, Goldsucher, Träger. Oh, da kommt jetzt eine große Kampftruppe, aber eine sehr große. Eingelatscht. So, jetzt Jäger. Und jagen gehen, bitte. Nachdem du was gegessen hast. So, jetzt ein... Erstmal ein Dreifamilienhaus. Für die beiden. Und dann noch ein Zweifamilienhaus. Für die Bauarbeiter. Gut. Das heißt, du kannst schon mal hier einziehen. Hier. Oh, du kannst trainiert werden. Ein bisschen wenigstens. Ihr beide zieht hier ein. Stein geht noch. Also für die drei Häuser haben wir auf jeden Fall noch genug Stein, bevor wir jetzt hier den Steinmetz umkrempeln müssen. Ah, nebenbei. Steinmetz. Kann ich eigentlich auch schon den Goldsucher? Nee, eine Eisenmine. Also ja, hier wird wieder dann eng gebaut werden. Was ja nicht so das Problem sein sollte. Du, isst mal was. Na, so wie es aussieht, ist der ihr Großangriff in die Hose gegangen. Ist aber schon mal gut zu sehen, dass der Feind, sag ich schon, noch sind sie ja nicht mal unsere Feinde, dass die Azteken nur Einserkämpfer haben. Gut, die Indianer schicken auch immer nur Einserkämpfer in den Kampf. Was? Vom Blitz getroffen? Von der Krähe berührt. Und der gerissene Fuchs. Eine Hungersnot bahnt sich an. Ah, es geht noch. So, du kriegst jetzt erstmal den Jungen. So, Zweifamilienhaus ist fertig. Du kriegst auch gleich schon mal einen Jungen. Wow, das ist jetzt aber wirklich meine große Kampftruppe. Oh, jetzt sind da schon zwei Bogenschützen drin.
Ja, sieht fast danach aus, als ob die, Azteken nachproduzieren könnten. Okay, das erste Kind ist unterwegs, sehr gut. Ja, ein kleines Problemchen, was ich gerade nicht so bedacht habe. Da muss ich wohl hier noch mehr Holz dann weichen. Ich habe keinen Platz für meinen Bierbrauer übrig. Wobei, ich habe hier ein bisschen Platz offen gelassen für eine Bierbrauerei, oder? Ja, hier könnten wir sie noch reinquetschen. Aber ist ja alles kein Problem. Also würden die Indianer vernünftig angreifen und nicht nur in so kleinen Grüppchen, würden sie ein bisschen mehr ausrichten können. Das hier ist ein richtiger Todespfad geworden mittlerweile sogar. Ja, da halten sie sogar schon wieder Krieger zurück. Warum auch immer man mir so viele Krieger gegeben hat. Okay, jetzt wird's langsam blöd mit der Nahrung. Es ist fast schon gut, dass die beiden den Schuster fertig bauen. Wie gesagt, Weizen brauchen wir jetzt erstmal das im Bauernhof auf. Und dann kann der Müller immer noch von da oben das Weizen holen. Also sieht gerade so aus, als ob wir uns über Wasser halten können mit der Nahrung, die wir produzieren. Noch 9 Jahre, dann ist er erwachsen. Wir brauchen aber trotzdem irgendwann einen Träger für den Bäcker. Und ja, er fängt schon wie an, Nahrung hier einzulagern. Was einfach nur kontraproduktiv ist. Wie viele Soldaten haben wir denn? 7.
Das ist nicht richtig.